sehr warm. Es ist sehr, sehr, sehr warm. Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ausschussreport. Diesmal zum Digitalausschuss vom 22. Juni 2022. Drei Themen haben wir gehabt. Zum einen die heiß diskutierte Chatkontrolle der EU. Zweitens ging es um den Mobilfunkbericht der Bundesnetzagentur. Und drittens hatten wir ganz viele verschiedene kleine EU-Themen. Und jetzt geht es erstmal um die Chatkontrolle. Zum Thema Chatkontrolle war aus dem BMI der parlamentarische Staatssekretär Saathoff von der SPD zu Gast. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es da eine klare Distanzierung von diesem EU-Vorhaben gibt. In der Form habe ich es nicht gehört. Aber noch mal ganz kurz, worum geht es eigentlich? Mit Chatkontrolle ist eine europäische Verordnung gemeint, die im Moment noch im Entwurf diskutiert wird und sich dem Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern verschrieben hat. Man möchte eine europäische Institution einrichten, die diesen Kampf unterstützen soll und vor allem auch die Opfer unterstützen soll. Ganz besonders möchte man aber die Verbreitung von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern aus dem Internet kriegen. Dazu scheint allerdings jedes Mittel recht und daher gibt es sehr, sehr viel Kritik. Man möchte nämlich sämtliche, zum Beispiel Chat-Messenger, auf verdächtige Inhalte durchsuchen. Dazu braucht es natürlich Filter auf Basis künstlicher Intelligenz, die nur so mäßig funktioniert für diese Zwecke. Und man möchte das auch für Ende-zu-Ende verschlüsselte Messenger machen. Deswegen nennt man das ganze Vorhaben Chat-Kontrolle, obwohl auch E-Mails und möglicherweise sogar in der Cloud gehostete Bilddatenbanken mitgemeint sein können. Diese Filter, die sollen nicht nur bekanntes Bildmaterial finden, sondern auch verdächtiges Bildmaterial selbst identifizieren und sogar Grooming identifizieren. Das ist also eher so Text-Message-basiertes Anbaggern von Minderjährigen durch Erwachsene. Das schafft künstliche Intelligenz heute aber noch gar nicht gut. Wie soll das zwischen Grooming und Sexting zwischen Jugendlichen unterscheiden? Und wie soll auch die künstliche Intelligenz zuverlässig unterscheiden können, ob das ein völlig legitimes Foto ist von den planschenden Kindern bei Oma im Garten, das im Familienchat geteilt worden ist. Um solche Sachen zu finden, sollen, wie gesagt, auch Ende zu Ende verschlüsselte Messenger durchsucht werden, was natürlich bedeutet, dass man die Verschlüsselung kaputt machen muss. Das will aber so genau keiner machen und keiner sagen, deshalb argumentiert man mit einem Trick. Man möchte nämlich die Inhalte durchsuchen, kurz bevor sie überhaupt verschlüsselt werden. Das nennt sich Client-Side-Scanning. Natürlich macht das auch Verschlüsselung kaputt. Das soll nämlich über sogenannte Vordertüren bei den Anbietern dieser Dienste passieren. Aber eine Vordertür ist genau wie eine Hintertür, schlicht eine Tür und kann auch von Unberechtigten durchschritten werden. Damit werden unsere Kommunikationstechnologien unsicherer. Das ist ein wichtiger Kritikpunkt. Ein anderer ist aber auch, dass über diese Art der Filterung unendlich viele sogenannte False Positives entstehen. Es sind ja Millionen und Milliarden Messages, die da so geschickt werden im Laufe der Zeit. Und man schätzt ungefähr 10 bis 12% False Positives können da gefunden werden. Ganz genau weiß man das noch nicht. Das ist deshalb ein Problem, weil die dann automatisch auf dem Tisch der Polizei landen, die sich darum kümmern muss. Die müssen ja als Mensch überprüfen, ob ein Verdacht legitim ist oder nicht. Das heißt, Tausende von Fällen, die nicht legitim sind, kommen on top zu den legitimen Fällen dazu, die die Polizei bereits jetzt nicht zeitnah schafft abzuarbeiten. Sie haben also weniger Zeit, sich um die tatsächlichen Fälle zu kümmern. Außerdem können sehr, sehr viele intime Bilder, die völlig legitim sind, auf einmal irgendwo in Polizeistuben landen, was vielleicht zu einer Erstviktimisierung führt und auf jeden Fall die Privatsphäre von Minderjährigen verletzt. Aus dem Grunde haben selbst Kinderrechtsvereine gesagt, das ist nicht in unserem Interesse, es schützt Kinder eigentlich gar nicht, aber nebenbei werden unverhältnismäßig Grundrechte verletzt. 160.000 BürgerInnen haben inzwischen in einer Petition dagegen unterschrieben und über 90 Bürgerrechtsorganisationen sehen das genauso. Selbst der Bundesminister für Digitales und Verkehr von der FDP hat sich auf der Republika kürzlich äußerst deutlich dazu geäußert. Das spiele ich euch kurz mal vor. Mit der vorliegenden Verordnung wird meines Erachtens eine Grenze überschritten. Eine Grenze, die von nationalen und europäischen Gerichten in der Vergangenheit eigentlich schon einmal ganz klar gezogen wurde. Und ich werde deshalb entschieden gegen die anlasslose Chatkontrolle und das Umgehen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eintreten und alles mir Mögliche tun, damit das so nicht kommt.
Das, finde ich, hat er genau richtig gesagt. Meine Erwartung an den Vertreter des BMI war eigentlich, dass die Bundesregierung hier mit einer Zunge spricht. Leider wurde ich da enttäuscht. Das klang eher wischiwaschi. Ich habe zum Beispiel gefragt, wie sieht es denn eigentlich das BMI? Ist das Client-Side-Scanning mit dem im Koalitionsvertrag verbrieften Recht auf Verschlüsselung mit abgedeckt oder nicht? Und wo Volker Wissing auf der einen Seite sagt, ja, auf jeden Fall, hat Staatssekretär Saathoff gesagt, da diskutiert man noch drüber und das weiß man noch nicht so genau. Das stimmt mich nicht sehr optimistisch. Am meisten hat mich allerdings überrascht, dass Staatssekretär Saathoff gesagt hat, das sei gar keine anlasslose Massenüberwachung. Das ist aber falsch. Ich habe eine Studie beim Wissenschaftlichen Dienst im Auftrag gegeben, die verlinke ich euch natürlich da unten in der Videobeschreibung. Die ist zwar aufgrund der Zeit erstmal eine vorläufige, die beschreibt aber, dass über den Entwurf der Verordnung ja alle Dienstleister verpflichtet werden, eine eigene Risikoeinschätzung abzugeben, ob ihre Dienste für solche Zwecke benutzt werden oder nicht. Wie sollen die das eigentlich machen, ohne die Inhalte zu scannen? Das geht gar nicht. Deswegen müssen sie die Inhalte scannen für die Risikobewertung. Damit ist es eine anlasslose Chatkontrolle für uns alle. Gefragt haben wir dann eine ganze Menge Sachen auch den Staatssekretär. Unter anderem steht nämlich in der Verordnung auch drin, dass es eine Altersverifikation verpflichtend für alle Messenger geben soll. Stellt euch das mal vor, selbst die Kinder, die WhatsApp oder andere Messenger benutzen, sollen da irgendwie ihr Alter nachweisen. Und vor allem ist offenbar völlig unklar, wie diese Altersverifikation stattfinden soll. Sollen sich Kinder elektronische Ausweise besorgen? Sollen Kinder in die Kamera gucken und irgendeine künstliche Intelligenz scannt ihr Gesicht, speichert es vielleicht noch ab und schätzt das Alter? Und wie soll das eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar sein? Mich interessierte auch, warum man eigentlich so wenig einfache Dinge tut, die auch schon einen Nutzen stiften können. Zum Beispiel hatte meine kleine Anfrage ergeben, dass das Bundeskriminalamt gefundene Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern nicht zur Löschung anfragt bei den jeweiligen Hostern. Ich habe gefragt, warum macht man denn das nicht? Da gab es eine wirklich gute Antwort. Anke hat mal einen kleinen Unterschied gemacht. Diesen Prozess hat man nach meiner kleinen Anfrage verändert. Ab sofort soll das Bundeskriminalamt alle gefundenen Bilder auch die Löschung beantragen. Generell hat mich interessiert, was die Verordnung, die ja eigentlich Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen möchte, was man da an Präventionsmaßnahmen drinne hat. Das scheint im Moment gar nicht der Fall zu sein. Selbst die Bundesregierung hat bei ihren 60 Fragen in einem Vortext festgestellt, dass man sich ausschließlich auf Strafverfolgung fokussiert, findet das selbst nicht gut. Eigene Vorschläge hat man keine gemacht, aber mir wurde gesagt, dass man sich freut, wenn ich Vorschläge unterbreite. Ich denke mal drüber nach. Denkt ihr auch drüber nach und wenn ihr gute Vorschläge habt, was man auf Basis der Europäischen Union auch an analogen Präventionsmaßnahmen bündeln könnte, schreibt sie mir einfach, ich verspreche, ich gebe das weiter. Unser zweites Thema war der Mobilfunk-Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur. Der erste seiner Art, der berichten soll, inwieweit die Mobilfunkunternehmen die bei der Frequenzversteigerung vorgeschriebenen Kriterien zur Bevölkerungsversorgung erfüllen. Nach diesen Kriterien sollen bis Ende 2020 nämlich mindestens 98% der Haushalte in jedem einzelnen Bundesland mit mindestens 100 Mbit pro Sekunde versorgt sein, über Mobilfunk. Alle Bundesautobahnen sollen mindestens 100 Mbit haben, Bundesstraßen mit einer bestimmten Kategorie sollen mindestens 100 Mbit haben und auch Schienenwege mit einer höheren Frequenz, man rechnet damit 2000 Fahrgästen am Tag, soll mit mindestens 100 Mbit versorgt sein. Bis 2024 gibt es dann noch mal ein paar weitergehende Ziele. Das betrifft dann übrige Bundesstraßen, Landesstraßen, Seehäfen und die sonstigen Schienenwege, die dann immerhin auf 50 Mbit kommen sollen. Dieser Bericht sollte also erstmals messen, wie weit sind wir denn? Das Ende 2022 ist ja nicht mehr sehr lang hin. Wir haben bei 2G eine Versorgung von 99,6% erreicht von mindestens einem Netzbetreiber, also vielleicht hat man den falschen, dann ist man im Funkloch. 4G, da haben wir 96% und 5G sind immerhin schon bei 57% der Fläche verfügbar. Ich würde mal sagen, so um die Großstädte rum. Ich bin ja auch im Beirat der Bundesnetzagentur und da gab es neulich auch einen Bericht. Da gab es eine interessante kleine Tabelle und in dieser Tabelle, aus der geht hervor, dass wir 4% weiße Flecken haben,
Damit sind nicht Funklöcher gemeint, sondern wo man kein Internet per Mobilfunk hat. Also 2G ist nicht mitgerechnet, aber 3G gibt es ja nicht mehr ab 4G. Also 4%, da ist kein einziger Anbieter, der 4G hat. Und bei immerhin 21% der Fläche haben wir sogenannte graue Flecken. Das heißt, von den großen 3 Netzbetreibern hat nur einer oder zwei vielleicht da eine Netzversorgung ab 4G aufwärts und der andere nicht. Zusammen macht das 25%. Das ist ein Viertel der Fläche Deutschlands, wo wir eine Unterversorgung haben, weil, wenn ich den falschen Vertrag habe oder egal welchen, ich kein mobiles Internet haben kann. Ein Viertel der Fläche Deutschlands. Das finde ich ziemlich skandalös. Ich habe auch nachgefragt, wie lange dauert es denn, bis ich unabhängig davon, bei welchem Unternehmen ich einen Vertrag habe, überall in Deutschland mobiles Internet benutzen kann. Die Antwort war von Staatssekretärin Kluckert, BMDV, bis spätestens 2025 soll das Ziel erreicht sein. Sie findet es selber auch zu spät und zu langsam, aber man tut, was man kann. Diese Mobilinfrastrukturgesellschaft ist übrigens nur zu dem Zweck gegründet worden, bis zu 4.000, 5.000 Funklöcher in Deutschland zu schließen. Nach 18 Monaten Existenz hat sie das bei genau 0 Funklöchern geschafft, aber bei 2 Funklöchern schon mal eine Förderung ausgeschrieben. Aber zurück zu den Kriterien aus der Versteigerung. Wir haben natürlich gefragt, was ist denn, wenn Ende des Jahres nicht alle diese Vorgaben erfüllt sind, weil es zeichnet sich ab. Staatssekretärin Kluckert meinte, naja, eigentlich müssen sie die schon erfüllen, sind ja Verträge und die Verträge gelten. Aber die Kollegin von der Bundesnetzagentur hat erklärt, was dann passiert, dafür gibt es ja Prozesse. Es gibt dann eine Einzelfallüberprüfung, es gibt auch eine Nachfrist und wenn in der Nachfrist das nicht erfüllt worden ist vom jeweiligen Unternehmen, gibt es entweder ein Zwangsgeld bis zu 10 Millionen Euro oder bei Vorsatz und Fahrlässigkeit kann es auch ein Bußgeld in Höhe von 1 Million Euro geben. Klang für mich trotzdem wie ein Prozess, der sich noch ordentlich hinziehen kann, ist vielleicht wieder ein Jahr ins Land gegangen. Mal gucken, ob wir bis dahin alle Netz haben. Eins dieser Kriterien war auch, dass in Funklöchern 500 Funkmasten hingestellt werden sollen von den Betreibern selber. 65 haben die immerhin nach mehreren Jahren geschafft. Ist jetzt nicht sehr viel. Da haben wir auch gefragt, warum ist denn das so? Tatsächlich sind von Kommunen 2000 Funklöcher eingereicht worden. Die 3 Netzbetreiber haben sich da 600 ausgesucht, durch 3 geteilt. Jeder hat 200 übernommen. Und von denen haben sie, wie gesagt, erst 65 schließen können, was überwiegend daran liegt, dass die Standortsuche sich oft schwer gestaltet und manchmal Genehmigungsprozesse unendlich lang sind. Auf die Frage, wie lang die denn im Durchschnitt sind, gab es allerdings keine Antwort, weil die Bandbreite sei ja so hoch. Andererseits hat vor gar nicht langer Zeit das gleiche Ministerium BMDV verkündet, man will die Bearbeitungszeiten für Funkmastanträge halbieren, was man ja nur nachweisen kann als Erfolg, wenn man das vorher und das nachher an Zeitdurchschnitt weiß. Bei der Gelegenheit will ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war nämlich zum Wahlkreistag in der Ostprignitz unterwegs und habe mich dort mit dem Landrat auch über die Funklöcher in der Ostprignitz unterhalten. Da gibt es ja auch das eine oder andere. Da erfuhr ich von einer ganz neuen Barriere, nämlich dass man zum Beispiel bei einem Funkmast, der bereits erstellt ist, ein Problem hat, einen Stromversorger zu finden, der da in den Wald hineinfährt und ein Stromkabel hinlegt. Und ohne Strom kein Funk. Das Problem kannte ich noch nicht. Als Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur habe ich dort also mal hingeschrieben, habe gefragt, kennt man das Problem? Und wenn ja, die BNetzA ist ja nicht nur Regulierer für den Telekommunikationsmarkt, sondern auch für den Strommarkt. Und könne man da irgendwas tun? Ich bekam auch eine Antwort von der Bundesnetzagentur. Offensichtlich hatte man das Problem noch nicht auf dem Schirm. Man hat mit den Netzbetreibern gesprochen, hat es bestätigt bekommen. Das kommt tatsächlich öfter als einmal vor. Und man hat sich in der Ostprignitz sogar mit einem regionalen Energieversorger in Kontakt gesetzt und will versuchen, jetzt dieses Problem zu lösen. Da kann man sehen, auch aus der Opposition heraus kann man einen Unterschied machen. Unser letztes Thema hatte ganz viel mit Europa zu tun. Da ging es um eine ganze Reihe von verschiedenen europäischen Themen, wo ja eine ganze Menge digitaler Verordnungen anstehen. Künstliche Intelligenzverordnung, Datenverordnung, der Chips Act zu Halbleitern und noch ganz viele andere. Zu einigen davon kriegten wir ein kleines Update. Ein Thema war das die europäische EID Wallet. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Dazu soll das jetzt eigentlich eine ID sein oder nur ein Container, also eine Wallet, eine Börse. Deutschland möchte das gerne als Container und möchte es betrachten als einheitliche Standards in Europa.
aber nicht als eine eindeutige, dauerhafte ID für jede einzelne Person, wie das andere in Europa gerne hätten. Also da gibt es noch Dissensen. Mal gucken, wie die sich auflösen. Zweites Thema war Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das mir persönlich ja auch extrem am Herzen liegt. Man nennt das Twin Transition, weil es ja zwei große Transformationen sind, die die ganze Welt und natürlich auch Europa betreffen. Dazu soll es noch in dieser Woche ein Ministerialpapier auf europäischer Ebene geben, das die Europäische Union dazu auffordert, mehr für den Zusammenhang dieser beiden Themen zu tun. Außerdem arbeitet man an einer europäischen Erklärung zu digitalen Rechten und Grundsätzen. Dieses Papierchen soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Und Staatssekretärin Kluckert aus dem BMDV meinte dazu, es sollen auf keinen Fall neue Rechte erfunden werden, aber sichergestellt werden, dass analoge Rechte auch für Digitales gelten. Neu angekündigt wurde neben den schon genannten verschiedenen Verordnungen drei neue Initiativen, auf die ich sehr gespannt bin. Das ist einmal der Cyber Resilience Act, also wie widerstandsfähig sind wir in Europa gegen alle Arten Cyber-Cyber-Cyber-Angriffe. Es geht um den Interoperable Europe Act, der, wie der Name sagt, für mehr Interoperabilität sorgen soll. Und drittens, finde ich besonders spannend, eine Breitbandkostenreduzierungsrichtlinie. Wenn das so funktioniert wie früher die Kostenreduktion beim Roaming und auf einmal wird bei uns das Dateninternet auch total billig, soll mir das sehr recht sein. Spannend wurde es im Detail bei der künstlichen Intelligenzverordnung, die auch gerade in Europa verhandelt wird. Da finde ich ja ein bisschen schwierig, wie diese Bundesregierung mal wieder mit der Governance umgegangen ist. Wir haben ja einerseits die künstliche Intelligenzstrategie in der Bundesregierung, die wird gerade entwickelt. Da haben sich die Federführung drei Ministerien geteilt, nämlich das Bildungs- und Forschungsministerium, das Ministerium für Arbeit und Soziales und das Wirtschafts- und Klimaministerium. Jede Ampelfarbe einmal vertreten. Aber in Europa bei der künstlichen Intelligenz, beim Artificial Intelligence Act, da haben die Federführung zwar wieder das BMWK von den Grünen, aber außerdem das BMJ, das ja auch von der FDP besetzt ist. Für mich ist das zweimal die Markt- und Wirtschaftsperspektive auf europäischer Ebene vertreten. Ich sehe nicht, wie da die Interessen der BürgerInnen vertreten werden. Das beunruhigt mich ein wenig und dass das Thema künstliche Intelligenz insgesamt in der Federführung auf vier verschiedene Ministerien verteilt ist, das bedeutet nichts Gutes. Das ist schlechte Governance und leider trifft das gesamt für die Governance zu digitalen Themen zu. Zum Schluss ging es um den sogenannten Digitalen Kompass 2030, die sogenannte digitale Dekade oder Europas Weg in die digitale Dekade. Da gibt es ganz konkrete Ziele, die auch erstmal nur im Entwurf vorliegen, in dem auf vier verschiedenen Dimensionen konkrete Ziele für Europa angegeben sind, die bis 2030 erreicht werden sollen. Eine Dimension ist BürgerInnen befähigen und Fachkräfte qualifizieren. 80% der europäischen Erwachsenen sollen mit digitalen Grundkompetenzen ausgestattet sein und 20 Millionen ITK-Fachkräfte und insbesondere mehr Frauen sollen in Europa arbeiten. Bei digitalen Infrastrukturen der zweiten Dimension möchte man alle europäischen Haushalte bis 2030 mit einem Gigabit-Anschluss versehen. Übrigens genau das, was die Linke auch beantragt hat beim Recht auf schnelles Internet. Fand die Bundesregierung total abwegig. Für ganz Europa will man das aber trotzdem und Deutschland ist ein Mitgliedsland. Man will aber auch 20% hochmoderne und nachhaltige Halbleiter in Europa herstellen. Das wird vielleicht beschleunigt durch die Ansiedlung von Intel bei Magdeburg. Die dritte Dimension betrifft Unternehmen. 75% der Unternehmen sollen bis 2030 Cloud, künstliche Intelligenz und Big Data nutzen. 90% der kleinen und mittleren Unternehmen sollen sich mindestens grundsätzlich digitalisiert haben. Im Bereich der Verwaltung will man bis 2030 alle wichtigen öffentlichen Dienste digital erreichbar machen. Unser Online-Zugangsgesetz wollte das ja schon bis Ende diesen Jahres. Wir wissen, das wird nicht. Aber vielleicht schaffen wir es ja nach dem europäischen digitalen Kompass bis 2030. Bis dahin sollen auch alle BürgerInnen in Europa die elektronische Patientenakte benutzen und mindestens 80% eine elektronische EID. Dieser Digitalkompass Europas schreibt auch vor, dass alle Mitgliedstaaten sich mehrjährige strategische Pläne entwickeln sollen, wie sie ihren jeweiligen Anteil daran erreichen wollen.
In Deutschland liegt die Federführung bei BMDV. Angefangen hat man damit noch nicht, mit der Begründung, das ist ja jetzt noch nicht final verabschiedet, das soll bis Ende des Jahres der Fall sein. Aber bei unserer Ausschussreise letzte Woche, da waren wir auch im Ministerium in Finnland, in Helsinki zu Gast. Und dort hat man uns die finnische Strategie zum digitalen Kompass 2030 auf Basis dieser europäischen Idee bereits vorgestellt. Die ist dann noch nicht finalisiert, aber ehrlich gesagt sah schon richtig gut aus und zeigt, in Finnland ist mal wieder ein bisschen schneller als wir. Die meisten dieser Updates gab es als Ergebnis einer Tagung, die im Juni in Brüssel stattgefunden hat. Dazu gab es auch einen schriftlichen Bericht. Da könnt ihr das noch im Detail nachlesen, wird euch da unten verlinkt. Das war's für diesmal. Einen Digitalausschussreport gibt's noch vor der Sitzungspause im Sommer, nämlich in der ersten Juliwoche. Bis dahin, bleibt gesund und sonnt euch ein bisschen.